eine der gefährlichsten Mannschaften überhaupt in der zweiten Liga. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall die 3 Punkte bleiben heute in Hannover. Hoffentlich. Ja, jetzt ist ja mal klar, das ist heute ein ganz wichtiges Spiel so. Für beide Mannschaften. Und, Markus anfangen. Eine Menge auf dem Spiel und wer will sich da schon. Bittencourt, Alter. Gute Spieler. Los, Leute. Wir holen die Punkte. Und der lange Ball findet auch noch einen Mitspieler. Perfekt. So, bis hierhin und nicht weiter, sagt der Abwehrspieler. Boah, sehr schön, Ernst. Sehr schön. Ah, krasse Aktion. Ah, schade. Schade. Und das guck mal, wie die Bremer so eng spielen, Alter, hinten. Ja, klasse Abwehrleistung. Abseits, abseits, scheiße, abseits. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Habe ich direkt gesehen, abseits. Schade, ja. Das kann aber der Mittel sein. Die Mittel. Achtung, genau in den Lauf. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und das gibt schon früh in der Partie einen Eckball. So, durch die Mitte. Bloß jetzt kein Tor kassieren, Alter. Wir sind so anfällig, Alter. Standardsituation. Schauen wir mal, was er auf was macht der da? Oh, der war wichtig. Der war wichtig. Dieser Süleyman, ich weiß auch nicht, was ich von ihm halten sollte. Auf geht's, Hannover, schieß ein Tor. Schieß ein Tor. Schieß ein Tor. Boah, die sind so blöd, Alter. Junge, Junge, Junge. Gut aufgepasst. Oh. Hey, was war das? Er also, Freistoß gibt's auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. So, das gibt die gelbe Karte. Der Ball war ja noch nicht mal in der Nähe. Gelbe Karte nach dieser Rügenattacke. Gut gesehen vom Unparteiischen. Wunderbarer Pass. Weg, 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 weg. Ja, das war nicht ungefährlich. Besser ist es, da auf Nummer sicher zu gehen. Und den Ball Bremen lauert schon auf diese Bälle. Rauszuschlagen. Weg, weg, weg. Oh, oh. Ja, gut gerettet. Zieler, gut aufgepasst. Guter Abwurf vom Keeper. Sehr schöner Ball, Junge. Gute Abwehrleistung. Ah, Bruder. Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Oh, Tribul, was machst du da, Junge? Eine gelbe Karte gibt es nicht. Aber bitteschön, immerhin Freistoß. Keine Schwierigkeit für den Keeper. Ja, und mit so einem langen Spiel, wenn es ankommt, da kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Ja, und mit viel Gefühl im Fuß und dann auch noch genau gepasst. Boah, gut, Junge Börner. Gut gemacht, alter Junge. Altes Haus. Energisch in den Zweikampf. Weiter, 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 weiter. Alles sauber, alles in Ordnung. Oben meiner, oben meiner. Kerk. Und was für eine Parade. Ja, guter erster Ball, Tom. Für den Torhüter ist ja mal wichtig, dass der erste sicher abgefangen wird. Ich glaube, gegen Bremen wird es so ein Geduldsspiel, ja. Kriegt er den noch? Ja, kriegt er. Aber keiner in der Mitte. Das ist eine klägliche Reingabe. Souverän hat er den Gegner den Ball abgenommen. Ist gerade jetzt so ein Mittelfeldspiel, ja? Ah,
Digi. Einfach weg mit dem Ball. Klasse Aktion. Füllkrug hat den Ball. Sehr schön, Junge. Also meine Abwehr steht auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Foul, ganz Schiri. Eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Wenn man das Foul in der Zeitlupe sieht, wird deutlich, dass der Schiedsrichter hier eine Karte hätte zücken müssen. Oh! Der Ball geht über die Torauslinie. Deswegen gar nicht mal so schlecht, Alter, die Variante gewesen hier. War zwar nicht einstudiert, aber okay. Wunderschönes Zuspiel. Schön anzusehen. Oh, gut, Junge, gut. Also die Abwehr ist Bombe, ja. Ah, shit. Schade. Und daraus könnte was werden. Freistoß. Ah, shit. Shit, shit, shit. Gefährliche Position. Ich wiederhole mich ungern, aber Standardsituationen sind wir anfällig. Und direkt in die Mauer. Achtung, jetzt brennt's. Oh, Bruder, Glück gehabt, ja. Geglaubt, dass die Partie zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr schön, Bruder, steht, dem genau so jetzt gekommen. unten Kerk, sehr schön gesehen, ja, und dafür hat er das Auge, klasse gespielt. Schauen was soll er alleine machen jetzt, ja, macht. Ey, wohin den Ball, ja, wohin, aber er hat den Ball, nee, das kann er viel besser als in dieser Situation. Fülle. Oh, Bruder, scheiße. Das war eine klasse Parade. Was für ein Brett. Weg. Oh, Zieler, Glanzparade, Digga. Meine Lebensversicherung. Wir haben das Pausenresultat 0:0. So, ihr Lieben, in 4 Minuten beginnt hier die Werbung. Meiner, 4:05, Alter. Tschüss. Kerk hat 3. Ich tausche mal die Seiten hier. Sebastian Ernst, schon wieder fast eine 5, Alter. Was ist mit diesem Jungen los, Alter? 4, Dominik Kaiser, Stolze. Frank Ochs. Jens Lee hat eine 4. Das ist Lehmann immer nicht. Wir sind im Soll. Ich wusste, dass ihr das packen werdet. Gebt euer Bestes. So, von uns so. Aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. So, wir sind bereit zur zweiten Halbzeit. Schiedsrichter auch. Spieler sind alle da. Auf gut, geht's. Junge, gut gepresst. Kriegt er nicht, oder? Nee. Zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Kriegst du, Junge. So, Freistoß, sagt der Schiedsrichter. Oh, schade. Ein bisschen zu sehr in Rücklage geraten, deswegen geht der oben drüber. Boah, Bruder. Abwehr ist top, Junge. Jetzt unten. Kerk. Mach eine Solo, Bruder. Mach eine Solo, sehr schön. Und sie stürmen nach vorne. Pfosten, Junge, Pfosten. Da hat er kurz nach oben geschaut, haben sie es gesehen und seinen Mitspieler schade. Perfekt in Szene gesetzt. Oh, oh. Oh, shit, Alter. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Oh, oh. Ja, damit haben jetzt schon 2 Spieler gelb gesehen. Jetzt müssen sie aufpassen. Warte mal, wie sieht denn aus? Der hat eine Dreierquote, Alter. Ich kann es nicht riskieren, so mal so eine rote Karte zu bekommen, Alter. Hoffentlich geht er nicht rein, Alter. Oh, Bruder, was ist das für ein Brett gewesen? So, jetzt gibt's die Möglichkeit, aber da kommt der Torwart. Klasse gemacht.
Gut gemacht vom Keeper. Gut per Kopf weitergeleitet. Na, das war Abseits. Was für ein Abseits, Junge? Das war schon korrekt entschieden. Was? So, und jetzt doppelte Auswechslung. Gleich zwei Spieler kommen neu in die Partie. Ja, gutes Tackling. Oh, gut, Franke, Junge, gut. Die sind heute einfach perfekt organisiert. Ja, das Problem ist bei Bremen, Alter, die spielen einfach, die sind einfach zu kompakt da hinten, ja. Den Ball zurückerkämpft. Die sind einfach viel zu kompakt, Alter. Super gemacht. Klasse Abwehrarbeit, super. Sehr schön dem. Immer noch kein Tor in dieser Partie und das liegt vor allem an den beiden hervorragenden. Nee, Bruder, Hinterseher kommt da nicht durch, Alter. Er kommt da nicht durch. Muslia kann er auch Sturm spielen? Nee, kann er nicht. Er kann nicht im Sturm spielen. Franz hat eine 3-5. Tribul, der muss drinnen bleiben. Meiner immer noch 4-5, Alter. Wie ist ein Team Ox? Form 9. Stolze 10. Jetzt wird Zeit aber, dass mein Dingsmeiner rausgeht. Kann er rechts außen spielen? Ja, kann er. Okay, gut. Rechts außen. Hinterseher. Was machst du denn jetzt hier, Franz? Völlig frei kann er sich da bewegen. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz ist er da. Oh, sehr schön, Bruder. Sehr schön gekämpft. So oh, sehr schön. Hinterseher. Den Ball gleich wieder abgeluckt. Sehenswert. Schade. Schade. Keiner in der Mitte. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's. Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. Da hat der Verteidiger einmal mehr sehr gut aufgepasst. So, ah, wohin denn? Wohin, du Depp, Alter? Oh, schon wieder so eine scheiß Situation, Alter. Ne, jetzt muss ich was machen, Alter. Jetzt muss ich auf jeden Fall was machen. So. Tribul 4. Maximilian Bayer. Mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. So, jetzt mit zwei Stürmern rein. Hallo Waldi, grüß dich, mein Lieber. Schön abgeblockt den Ball. Boah, da steht gut abgeblockt. Genau, der war wichtig. Ah, also Hult, Junge, Hult. Geht, das ist schulmäßig. Ah, gut. Ja,
Oben, oben, oben. Sehr schön. Sehr schön. Und da zeigt er Übersicht. Jetzt. Und spielt den Ball lang. Spiel doch den Ball, Junge. Foul, da zieht er ihn. Auf wen wartest du? Auf den Weihnachtsmann oder was? Aber der Schiedsrichter belässt es bei Freistoß und Ermahnung. Achtung, Freistoß aus dieser Entfernung. Da müssen wir immer ganz genau hinschauen. Da wissen wir, das gehört zu den Stärken dieses Spielers. Und zum dritten Mal wechselt er aus, der Trainer. So, und damit zehn Minuten ist das noch. Kontingent erschöpft. Oh ja, da ist es! Da ist es! Als 1-0! Hinterseher! Ja, Mann! Das ist ein Tor, ein Augenschmaus! Herrlich! Okay, sie sind jetzt sehr vorne. Schön. Und jetzt werden sie wahrscheinlich ihren Vorsprung mit Mann und Maus verteidigen. Bloß weg die Kugel jetzt. Bloß weg die Kugel jetzt. So. Ein paar Spieler mal ein bisschen zurückholen jetzt. Maximilian Bayer. Hängende Spitze. Gefährlich, jetzt muss die Abwehr aufpassen. Jetzt die Kugel halten, Alter. Auf den Ball gerichtet. Oh, Bruder, war das knapp. War das knapp, Alter. Ich dachte schon, den habe ich schon drin gesehen. Ja, und jetzt boah, der war knapp. Jetzt kommt Duxch auch noch. Jetzt geht es richtig offensichtlich bei denen noch. Auswechslung bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Füllkrug, raus. Kriegt den Ball nicht sehr schön aus, draußen. Das muss Abstoß geben. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Hey, Schiri! Was geht denn ab? Dabei gedacht, da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. So unglücklich ist Zweikampfverhalten. Bargfrede. Zu spät und deswegen sieht er gelb. Ja, faul, gelbe Karte. Ein wichtiger Sieg, Alter, für uns. Der Sieg ist wichtig gewesen. Noch haben wir nicht gewonnen zwar, aber... Alter, die gehen. Die Verteidigung unaufmerksam. Oh, Hinterseher. Was ein Brett, Alter, wieder. Ja, da geht's. Er rettet die Situation per Kopf. Hat nur noch den Torwart. Mach ihn rein, schieß! Mutig, wie sich der Abwehrspieler da in diesen Schuss wirft. Kann man gar nicht so einfach. Was fummelt da noch rum, da verstehe ich ja. Jetzt schauen Sie mal, wie leicht das aussieht bei einem so hervorragenden Torhüter. Toll abgefangen. Sehr schön. Ausschluss vorbei. Gewonnen. Das Spiel ist gewonnen und da kann man im Prinzip nur... Gewonnen ist gewonnen, egal, Digga. Drei Punkte bleiben hier in Hannover. Wichtig, sehr, sehr wichtig gewesen. Alter, die eine Standardsituation hatten sie Arsch gerettet. Ich sag ja, die Bremer waren richtig gut.